Ja, der Simon will es heute nochmal wagen gegen mich mit seinen Chaos Space Marines, das mal zu versuchen, mich zu besiegen. Ich habe mir gedacht, ich möchte ihm das mal wirklich möglich machen. Hab gesagt, bring noch mal einen Knight mit. Hat er sich auch vor kurzem erst noch gekauft, fix magnetisiert. Und da steht jetzt der Renegade Knight. Noch kopflos leider, aber wie? Ja, trifft er halt nicht so gut. Ja, ist richtig. Also einmal mit der Gatling Gun und mit dem Reaper Chainsword. Ich habe ja gedacht, dass du mit zweimal Gatling Gun ankommst, aber... Kann ich noch nicht darstellen, sonst hätte ich es vielleicht gemacht. Ja. Aber deswegen. Naja, aber wie gesagt... aber ansonsten hast du noch ein bisschen Chaoten mit. Genau, hier ist dieser Juggernaut Warlord mit der Axe of Blind Fury, heißt die, meine ich. Mhm. Das ist auch wieder mein Warlord. Das ist hier ein Stufe 3 Hexer. Telepathie, Telepathie. Nichts Brauchbares gewürfelt. 1, 3 und 6, also blöd. Dann hier die 5 Bruten ohne Mal, wo der Warlord drin rumspringt. 2x10 Kultisten, nackig. 3 Kryborgs mit Mal des Nörgel, ja, auch in einem Trupp. Dann haben wir hier die Terminatoren, die denke ich werden auch schocken. Die haben alle den Kombi-Melter, ansonsten Visivik, Jane Fist, Power Axe und Power Maul. Schön flexibel. Genau. Dann haben wir hier fünf, Biker. Fünf Nörgelbiker. Die haben zweimal den Melter für die Jungs. Der Chef hat eine Powerfist. Ja. Und das sind dann wieder meine geproxten Havocs mit Autocannon, Deutsch, Maschinenkanone. Maschinenkanone. Genau. Da muss fünf ich mir Stück. Doch von Vorschulden oder sowas mal. Mhm. Oh, da gibt es ganz nette. Jo. Ja, ich habe heute mal was ganz anderes mitgebracht. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Schwestern, habe ich mir gedacht, bringe ich mal wieder ins Feld. Einfach, damit man nicht schon von der Liste und den Armeen sagen kann, ach, das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe aber auch trotzdem Knight mit eingepackt, weil wir jetzt beide einen mit und irgendwo ab 1200 Punkten ist bei Schwestern sowieso der Punkt erreicht, wo man nichts Sinnvolles mehr kaufen kann. Da bietet sich so ein Knight einfach an, 1650 Punkte spielen wir. Ich gehe mal durch, also ich habe einmal einen Lord of War, Knight Paladin, Kampfgeschütz und Chainsword mit dabei. Ich wollte die Gatlinger nicht mit dabei haben. Der hat auch noch die Flugabwehrkanone oben mit drauf, aber da sind jetzt keine Flieger mit dabei. Gut, weiß man vorher nicht, 35 verschenkte Punkte. Zwei Exorzisten habe ich mit dabei, ein Retributor-Trupp, 4 schwere Bolter und ein bisschen Meat Shield. 2 Immunatoren mit Synchro-Multimelter oben drauf und jeweils 4 Meltern, ein Kombi-Melter innen drin. Sturmauswahlen, das sind die Scoutenden Melter, die sind ganz brauchbar, glaube ich, jetzt hier. Dann habe ich noch 2 Standards, 5 Schwestern jeweils, einmal schwerer Flammenwerfer, einmal Flammenwerfer. Da wollte ich jetzt keine Kombi machen mit schwerer Flammenwerfer. Melter ist auch sinnvoll, aber habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Ich wollte halt komplett Flamme haben. Und das sind 2 Rhinos und hier vorne steht noch mein Warlord, St. Celestine. Die wird in die 5 Seraphim mit 2 Flammenpistolen mit reingehen. Und da weiß ich nicht, ob ich sie aufstelle oder ob ich sie schocken lasse. Aber das sind unsere Listen. Wir blicken mal kurz auf die Platte. Ja, wir befinden uns hier auf Malatrax 3. Ein Planet, der immer wieder Chaos, Stürmen und Winden unterworfen ist. Deswegen ist die Vegetation hier schon sehr karg. Es gibt hier noch einen imperialen Außenposten mit einer Satelliten-Com-Relais-Station. Das ist auch ein wichtiges Ziel hier in der Malstrom-Mission. Taktische Eskalation, jede Runde eine Karte mehr, Ziel 3. Für die Schwestern von großem Interesse die Prometheum- und Ravioli-Vorräte an Missionsziel 2. Wir haben hier auch noch die Baracken an Missionsziel 1. An der Prometheum-Tank-Druckstation liegt das Missionsziel 6. Und hier haben wir so ein kleines Dämonenportal. Missionsziel 4 ist das. Das ist natürlich von großem Interesse für das Chaos. Dadurch lässt sich bestimmt im Warp ein einfacher Zugang für Dämonen ermöglichen. Und hier an dieser zerstörten Aegis-Verteidigungslinie kann man vielleicht noch in Stand setzen, liegt die Missionsziel Nummer 5. Ja, Seitenauswahl haben wir auch schon gehabt. Chaos steht hier an dieser Kante und die Schwestern kommen von dieser Kante rein. Ich habe gesagt, dass ich zuerst aufbauen möchte und das probieren wir jetzt mal im Schnelldurchlauf hier mit aufzufangen. Ja, mal hier so ein bisschen.
Habe ich mir mal gedacht. So, jetzt ist sie hoffentlich zu hören, die Stimme aus dem Off, die nochmal so ein bisschen zusammenfassen und erzählen soll, was denn jetzt hier im Detail passiert. Wir schauen uns gerade die Aufstellung an von mir, von den Schwestern mit dem Knight Paladin. Ich habe mir so gedacht, dass ich auf jeden Fall zuerst aufstellen möchte, weil ich auch den ersten Spielzug haben möchte. Mit den Scouts glaube ich gar nicht noch hinreichend genug auf die Aufstellung von dem Simon reagieren. So dass ich jetzt sage, ich stelle meinen Paladin zusammen mit einem Dominator-Emulator auf, so dass ich da eigentlich relativ zügig bin, die Flanke zu wechseln. Links, beziehungsweise jetzt hier unten am Bildschirmrand, habe ich eigentlich meine relativ starke Feuerstellung aufgebaut. Zwei Exorzisten, flankiert von einem Standard-Reno mit Schwestern mit drin und einmal auch einem weiteren Emulator mit Dominator-Schwestern mit drin. Ich habe hier jetzt quasi meine Aufstellung schon fertig. Die Seraphim stehen auch noch zwischen den Exorzisten und der Retributor-Trupp steht hier an der Metium-Umstation, sodass sie eigentlich noch überall eine ganz gute Sichtlinie haben. Und jetzt schauen wir uns an, wie Simon mit seiner Aufstellung reagiert. Einmal Kultisten, die sich ans Missionsziel dran kuscheln. Den einen Knight, den er hat, hat er sich gedacht, stellt er erstmal oben links in die Ecke rein. Seht ihr da wahrscheinlich schräg versetzt noch hinter der Comrallye-Station. Da kommen auch die Havocs mit den Maschinenkanonen mit denen, die sich dann irgendwann mal zwischendurch bewegen müssen. Da hatte ich ihn einmal auf meine Scout-Fähigkeiten hingewiesen. Das hat ihn dann nochmal dazu bewogen, ein bisschen zu überlegen und zu überdenken, wie weit er eigentlich nach vorne laufen will, denn die Emulator-Schwestern, die haben eine 12-Zoll-Scout-Bewegung. Steigen dann nochmal, nachdem sich das Fahrzeug 6 Zoll bewegt hat, 6 Zoll aus und meldern dann in 6 Zoll eigentlich alles nieder, was da irgendwo steht. Das heißt, die richtig böse Melter-Range erreiche ich ab 30 Zoll und bis 36 Zoll bedrohe ich eigentlich auch noch ziemlich effektiv alles, was mir da gegenüber steht. Sprich, wenn ich mich mit 12 Zoll an meine eigene Kante dran stelle, eigentlich alles, was da irgendwo kommt und mir direkt gegenüber steht. So, wir haben jetzt hier die Aufstellung weiter vervollständigt von Simon. Chaosboden mit dem Moloch-Reiter. Seine Biker stellt er hier an den unteren Bildschirmrand mit dran. Um selber meine Fahrzeuge zu bedrohen, die Terminatoren bleiben in Reserve. Die möchte er nachher noch schocken. An und für sich hat er die geplant, die ins Heck meines Paladin mal irgendwann reinzuschocken und von vorne mit den Kybox dann zusätzlich mit drauf zu schießen, um da entsprechend dann einmal zu verhindern, dass ich da meine Schilde immer passend ausrichten kann. Gucken, ob das klappt. Da haben wir jetzt auch schon die Scout-Bewegung. Das untere Emulator-Fahrzeug lasse ich einfach auch nach vorne scouten. Und das andere Fahrzeug werde ich auch scouten lassen. Das stellt sich gleich an die Ravioli-Raffinerie mit dran. Einfach, dass ich von da die ganze Zeit Druck auf den Renegade Knight ausüben kann. Weil so 5 Melter und ein Multimelter mag der auch nicht, auch wenn er dann 4er Retter hat, wenn ich dann in der Seite mit dem Schild stehe. Das ist nicht so witzig. Wir schauen uns das Ganze mal so ein bisschen nochmal aus der Flugperspektive an. Da hinten wird Silver Tower gespielt. Ja, unsere Platte hier auf Malatrax 3. Lassen uns das Ganze nochmal so ein bisschen auf uns wirken. Und dann dürft ihr gleich wieder meiner lieblichen Stimme lauschen, wenn ich da ganz normal im Videoreport zu hören bin. Jetzt ist hier schon ganz viel aufgenommen worden. Jetzt kommen wir mal endlich wieder dazu zu sprechen. Aufbau habt ihr gesehen, Scouten haben wir gesehen. Runde 1 haben sich die Schwestern gegeben. Iniclown hat nicht geklappt. Vom Chaos. Ich habe mich jetzt entschieden, hier dann doch Richtung Ritter zu scouten, weil ich mir einfach gedacht habe, ich habe es mir so ein bisschen gerechnet, ja gut, wenn ich Richtung Kybox scoute, töte ich vielleicht ein. 4 Treffer, 3 Wunden, 1 Safe da weg. Habe ich mir gedacht, da will ich einfach den Ritter da hinten in der Ecke bedrohen. Das können die Melter ganz gut. Wie 5 Stück?
Und hier bin ich halt mal so Richtung Biker gefahren, weil Glaubensakt Deckung ignorieren ist ganz nett gegen Jink. Ich spiele nicht so oft gegen Schwestern, merke ich gerade. Das Scouten hast du ganz klar vorausgeahnt. Habe ich dir nicht verraten, dass ich das kann. Ja, und jetzt kämen wir in Spielzug 1 der Schwestern auf. Wir machen es wieder so einmal im Schnelldurchlauf und einmal eine kurze Zusammenfassung hinterher, denke ich. Versuchen wir aber ein bisschen Zeit zu sparen. Das meiste seht ihr dann ja tatsächlich. Und ich ermittle sichere Mission Ziel 5. Richtig geiler Scheiß. Das ist da vorne. Super. Ja, ihr kommt wieder hier vorne hin. Guckt zu. Zack. Und los geht's. Maßband ist hier. An der Stelle schon mal eine taktische Nachanalyse zu dem anschließenden Rübersprechen über das Video. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man sich irgendwo noch ein bisschen besser die Missionsziele festhält, welche denn genau ermittelt worden sind. Weil ich glaube, wir haben nicht immer alle in die Kamera reingezeigt. Das wird für mich jetzt auch aus Erinnerung vielleicht ein bisschen schwierig, das alles zu sagen, welche Ziele es jetzt genau gewesen sind. Wir haben sie meistens aber in der Kamera reingehalten. Bewegungsphase Runde 1 der Schwestern sind wir jetzt gerade mit drin. Wieder schon angekündigt, habe ich die Emulator-Schwestern nach vorne gezogen, um dann mit den deckungsignorierenden Meldern die Biker rauszunehmen. Den Paladin ziehe ich mit rüber, damit ich da gleich das Kampfgeschütz einmal richtig schön auf die Biker, die da unten kuscheln, dann draufhalten kann. 72 Zoll ist da ganz nett für. Und ansonsten sind die Exorzisten so ein bisschen unterwegs, um auf Richtung Kaibox zu schießen, weil die mag ich an der Stelle nämlich auch nicht. Da wird schon mal so ein bisschen Sichtlinie gecheckt. Die Emulator-Schwestern oben, die den Renegade Knight bedrohen, die lasse ich auch stehen, wie sie sind. Die will ich gar nicht rausfahren lassen. Jetzt geht's los mit dem Kampfgeschütz. Das sind insgesamt 10 Treffer, die ich ermittelt hatte. Damit den Jink provoziert. Und da wird auch gleich eine gewisse Lücke entstehen. 2, meine ich, waren es genau. Und dann kommen die Melter-Schwestern hinterher. Glaubensakt, das ist ein Test auf dem Moralwert. Jede einer der Schwestern hat da immer so spezifische Glaubensakte, die sie vom Grundsatz einmal im Spiel machen können. Die Dominator-Schwestern aus der Sturmsektion dürfen das einmal mit Deckung ignorieren machen. Moralwert-Test bestanden, Treffer gemacht, Verwundungen gemacht, Jink ignoriert. Und dann waren dann 3 Biker tot. Und da nur noch der Hexer stand, war das dann am Ende des Zuges dann auch tatsächlich das First Blood. Das war einmal Flatout noch für ein Reno und Rennen für Schwestern. Dann legen die Exorzisten los und orgeln auf die Kyborgs. Haben wir nämlich dann auch gleich schon 2 tot. Von 4 Wunden keinen einzigen gesaved. Schwere Bolter haben genau eine Brut in Reichweite. Da schießen wir auch drauf und es reicht, um 2 Lebenspunkte runterzunehmen. Das müsste es eigentlich gerade gewesen sein. Genau, Kaibox haben einmal Moralwert jetzt verpatzt. Missionsziel 2 wollte ich dann nicht. Also die Missionsziel 5 wollte ich nicht behalten, das habe ich abgeschmissen. Das ist da hinten an der Aegis bei der taktischen Eskalation. Da möchte ich die Hand einfach schon früher voll haben. Jetzt sind wir schon in Runde 1 des Chaos. Kaibox nach vorne. Die Chaosboten mit Moloch und mit Hexer, die müssen auch natürlich mit nach vorne. Die wollen Druck machen. Hinten rumstehen hilft denen nämlich überhaupt nichts. Den gejinkten Biker zieht der Simon gleich noch mit rein in die Chaosbruten, dass er da nicht so alleine rumsteht und abgeschossen wird. Und die Kultisten wagen sich hinter der Deckung her, um die bösen Melter-Schwestern in Empfang zu nehmen, die vom Prinzip aber eigentlich ihr Soll schon erfüllt haben. Die werden nämlich, glaube ich, an der Ecke, wo sie stehen, auch niemals die Möglichkeit haben, in Richtung Renegade nahe zu kommen und den in Schlacke zu verwandeln. Ansonsten, Kaibok-Sammelbewegung war durchgeführt worden. Kultisten bewegen sich auch noch mit nach vorne, der zweite Trupp.
Und die Havocs bleiben, glaube ich, tatsächlich stehen. So, Premiere für Simon, die erste Bewegungsphase für den Renegade Knight. Da geht's dann neben der Ravioli-Raffinerie dann einmal daneben her, um dann mit der Gatling Gun gleich in der Schussphase das Feuer zu eröffnen auf meinen Emulator. Erst kommt Psi, da hat der Simon ja richtig gute Sachen erwürfelt, nämlich nichts. Läuft jetzt darauf hinaus, einmal gibt es minus 1 Moralwert auf die Seraphim-Schwestern. Die sind jetzt hier so ein bisschen hinter den mittleren großen Säulen versteckt. Da kriegt er aber mit Max seine Sichtlinie mit drauf. Zaubert er einmal minus 1 Moralwert drauf. Das lasse ich ihm auch durchgehen. Und dann anschließend kommt noch das pionische Kreischen hinterher. Trifft er auch und dann gibt es eine Verwundung, die ich mit St. Calistin vorne mit dem Viererretter wegsäbe. Das war ein Beschuss vom Renegade Knight mit der Gatling Gun auf den Emulator. Ich verliere einen Rumpfpunkt. Wichtig ist an der Stelle, dass zwar das Fahrzeug durchgeschüttelt wurde und das nur Snapshot abgibt, aber ich mit den Insassen die Moralwert des bestanden habe, sodass die ganz regulär schießen dürfen in meiner Runde 2 anschließend. Die Kultisten haben hier den Charge geschafft. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber immerhin sind Schwestern mit einer Servorüstung. Da muss doch ein bisschen was gehen. Und leider ist das, was da geht, der Großteil meiner Schwestern. Aber die sind mutig und werden gleich den Moralwert bestehen. Den Charge oben mit dem Renegade Knight hat er verpatzt. Ist er nicht an meinen Emulator mit rangekommen. Ich glaube, Missionsziel 2 hatte der Simon zu Anfang gezogen. Das hat er dann gleich nicht erfüllt. Die Karte behält er aber. Die Herausforderung wird da ausgefochten. Ich glaube, da ist meine Prioris nämlich schon gestorben. Und dann kommen wieder Attacken der Nahkampfkultisten dann auf mich zurück. Zwei weitere Schwestern sterben. Und ich schaffe es, glaube ich, im Gegenzug tatsächlich keinen einzigen Kultisten zu töten. So. Dann habe ich einmal ermittelt Missionsziel 2. Mir fällt nachher noch ein, dass ich noch eine weitere Karte ermitteln darf. Ich glaube, aber erst im weiteren, späteren Verlauf des Zuges. Da entlädt der Emulator seine Dominator-Schwestern-Fracht. Einfach, dass ich dann gleich schön auf den Renegade Knight draufhalten kann. Hier schiebe ich die Standardschwestern noch aus dem Reno raus. Schwerer Flammenwerfer, Flammenwerfer. Das ist eigentlich ganz nett gegen die Bruten, vor allen Dingen, wenn man sich dann noch mit denen auch einen Glaubensakt zaubern kann. Die dürfen einmal im Spiel Erzfeind versuchen, sprich Treffer und Verwundungswürfe von allen Sinn wiederholen. Ist in großen Trupps ganz nett, mal vor allen Dingen das Trefferwürfe wiederholen. Aber auch bei so automatischen Treffern von Flammenwerfern, wenn man da die Verwundungswürfe von Einzelnen wiederholen darf, macht das vom Prinzip schon ganz gut was aus. Exorzisten fahren hier auch vor, dass ich dann nochmal eine Sichtlinie kriege auf gegebenenfalls später verbleibende Charaktermodelle aus dem Chaosbrutentrupp oder eben dem Kyborg. Denn auch ein einzelner Kyborg ist immer noch nervig. Das Standard-Reno oben rechts, das weiß ich immer noch nicht ganz genau, wo es hin will. Ich möchte es nämlich nicht durch die durchs Gelände durchfahren lassen. Also ein bisschen Sorge, dass ich mich hier lahmlege. Und dann bin ich da lieber flexibel und baue da dann einmal ein bisschen das Heck vom Paladin zu. Denn Simon hat ja auch noch Terminatoren in der Reserve. Das könnte dann echt ein bisschen doof werden, wenn der Renegade Knight von vorne schießt, die Terminatoren von hinten mit Meltern und dann gegebenenfalls auch noch Laserkanonen-Kaibok auf und vorne kommt. Das ist zwar noch kein garantierter kaputter Paladin, aber wenn das so kommt, dann ist er schon ziemlich angemanscht. Und wenn es dann auch noch zum Nahkampf kommt durch einen anderen Renegade Knight, dann
wird das Böse. Aber erstmal löscht mein Paladin hier den Havoc-Trupp aus. Also bis auf den allerletzten Mann, 5 Wunden gemacht. Deckungswürfe hat er ein bisschen was bekommen, aber nichts bestanden. Das Chaos war an dem Abend nicht gnädig mit dem Simon. Und da geht's los mit den Schwestern. Glaubenssack hatte ich da leider nicht bestanden, aber trotzdem führt es zu einigen Lebenspunktverlusten. Hatten, glaube ich, jeweils 4 Modelle mit runter. Und Chaosboten schützt ja nur ihr Widerstand von 5, weil er hier einen Kornherold spielt mit Mal des Korn. Kann er da kein Nörgelmal verkaufen. Widerstand 6 ist natürlich nochmal eine ganze Nummer netter für die Boten. Die Seraphim schießen auch noch mit hinterher. Die produzieren halt einfach eine riesig große Menge an Treffern mit den Doppelhandflammenwerfern. Leider haben die nur noch Stärke 3. Das war auch schon seit geraumer Zeit, seit dem digitalen Kodex. Immerhin dürfen die mit dem Glaubensakt sich reißend zaubern, sprich Verwundungswürfe wiederholen. St. Kelesti mit ihrem Schwert hat nämlich auch einen Schwertenflammenwerfer mit unten runter. Der profitiert da auch ganz gut von. Da haben wir jetzt auch alle Chaosbruten getötet und sogar beide Charaktermodelle auf jeweils einen Lebenspunkt runtergeschossen am Ende der Schlussphase. Und leider klappt jetzt nicht mit meinem Charge, sodass die Seraphim unverrichteter Dinge im Nahkampf stehen bleiben. Ich hätte mir da jetzt gerne auch schon den Warlord und den Hexer geschnappt. So hat Simon die gleich noch zur freien Verfügung und kann sich überlegen, was er mit denen tut. Vor allen Dingen kann er nochmal zaubern. Ja, im Nahkampf ist da unten noch eine Schwester gestorben und dem Renegade Knight hatte ich in der Schussphase, glaube ich, einen Rumpfpunkt weggenommen. Mehr ist da tatsächlich leider nicht passiert. Runde 2 des Chaos. Mir scheint er tatsächlich dann noch entfallen zu sein, dass ich dann noch eine zusätzliche Karte ermitteln durfte vorher noch. Mission 2 habe ich auf jeden Fall einmal erfüllt mit meinem Emulator. Der steht da. Und ich muss mal ganz genau hinschauen. Da sind die Terminatoren von Simon auch schon angekommen. Der hat in der Runde auch sichere Mission 2 ermittelt. Und die schocken sich dann nämlich an die Ravioli-Raffinerie mit ran. Landen da punktgenau. Und jetzt springt sich der Renegade Knight in Position, die Melter-Schwestern anzugehen, weil das mag der auch nicht, dass sie da so rumstehen. Da muss er sich drum kümmern. Heilburg legt einmal die Sturmkanone in die Seraphim mit rein. Hat natürlich eine Rüstung gegen. Aber von den 3 Wunden keine 3 Rüstungswürfe zu bestehen, ist auch eine Leistung. Da liegen dann 3, dank Salen Galestin ist der Trupp allerdings auch furchtlos. Der Renegade Knight sagt an, wie er schießt, schwerer Flammenwerfer und Maschinengewehr auf die Dominator-Schwestern unten und die Gatling-Kanone auf den Immolator, damit der kaputt ist, denn aktuell ist Mission C2 noch umkämpft. Sturmfahrzeug und Elite-Terminatoren. Heißt, keiner hält, kein Punkt für Simon aktuell. Aber das schafft er zu ändern. Zielphase war da auch nichts Bewegendes passiert. Meine Seraphim hat nochmal minus 1 Moralwert bekommen, aber durch das psionische Kreischen sind tatsächlich nicht hinreichend Lebenspunktverluste verursacht worden. Ja, Speedbed Rap im Schnelldurchlauf hat bisher schon wunderbar funktioniert. Nur jetzt haben wir uns gedacht, wir wollen noch mal eine kurze Zusammenfassung jetzt nach dem Spiel zu machen. Insbesondere war jetzt auch einmal der Akku zwischenzeitlich mal einmal leer war. Wir haben aber tatsächlich nicht so viel verpasst. Es war nur quasi ein Spielzug, Spielleerzug.
Hier erinnert ihr noch, euch noch, stand der Kormoloch mit dem Hexer, hat St. Celestine mit Seraphim angegriffen. St. Celestine hat dann das Apfelfeuer überlebenden Kornmoloch-General gnadenlos erschlagen. Sonst da im Nahkampf hat es der Knight tatsächlich geschafft, mit dem Reaper Chainsword ein Doppel-1 zu würfeln. Mit den zwei Treffern. Und dann sind die vier überlebenden Schwestern, haben sich gedacht, wir nehmen die Beine in der Hand und laufen jetzt einfach mal weg. Vor allen Dingen, weil dann anschließend meine Schussphase kam und ich ihn frei beschießen konnte. Aber jetzt kommen wir auch zu dem Zug der Schwestern. Ich glaube, erfüllt hattest du irgendwie die Missionsziel 2, was du da hinten mit den Thermis freigeschossen hattest. Ja, genau. Den Immolator in die Luft gejagt, gewrackt, dadurch gepunktet. Und dann in meinem Spielzug habe ich mich da hinten gesammelt, habe Karten gezogen, dass ich die Mission 4, Mission 6 und Mission 2 selber auch halten muss. Und habe dann gesagt, ja gut, 4 und 6 packst du auf jeden Fall, 2 probierst du mal. Und habe mich dann ein bisschen aufgestellt, dass ich die Thermis beschießen kann, dass ich den Knight beschießen kann. Hier ist St. Celestine Richtung Kultisten gehüpft. Da habe ich leider zu erfolgreich getötet und habe dann den Charge von 7 Zoll nicht geschafft. Den Karbok habe ich auch nicht geschafft zu töten. Und sonst habe ich nur bei dem Renegade Knight noch einen Rumpfpunkt weggenommen. Und der hat sich jetzt in Tylers vierten Spielzug, dritter Spielzug, jetzt auch nach vorne bewegt und will meinen Knight angehen. Das heißt, wir sehen hier gleich krasse Knight-Action. Und ich würde sagen, wir wagen es einfach nochmal jetzt wieder in den Speed-Durchlauf zu gehen. Jo. Gucken, wie lange das diesmal gut geht. Haben jetzt sogar noch ein bisschen Zeit genommen und über Gott und die Welt philosophiert. Kameraperspektive passt noch. Vielleicht merkt das nicht mal einer. Genau. So, bewegt hat sich wieder schon. Dann hier habe ich eben gerade den Flammer draufgelegt, nämlich den synchronisierten. Ja. Auf die 3 wiederholbar. Ja. Gut, wir zünden dann hier wieder den Warp-Antrieb an. Runde 3 von Simon schauen wir uns an. Viel ist es ja tatsächlich nicht mehr, was steht. Hat ganz gut geklappt, was ich mir so gedacht habe. In der taktischen Nachanalyse hat Simon auch schon selber festgestellt, dass es vielleicht auch sinnvoller gewesen wäre, ein kompakteres Zentrum zu spielen. Mal einmal mit seinem Chaosboten Todesstern mit Unterstützung mit dem Knight. Dann hätte er nämlich meine bösen Elemente oben ignorieren können. Schöner Rücken kann entzücken. Mein Paladin und die Dominator-Schwestern, die hätten sich dann nämlich eine ganze Zeit lang bewegen müssen, bis sie da, ich sag mal, wirklich böse angreifen könnten. Und dann hätte ich mich hier nicht aus der Deckung der Felsensäulenformation rauswagen können. So hat er sich da aufgeteilt. Und ich konnte da relativ entspannt mein Ding dann drehen. Denn der Renegade Knight, der hätte mich da unten, glaube ich, deutlich mehr gestört. Aber jetzt sehen wir hier auch gerade einmal die krasse Knight-Action. Das war sehr episch. Ich mache zuerst mal Attacken und weil eine 6 liegt und noch eine 5, kriege ich insgesamt 17 Rufpunkte von dem Renegade Knight untergezogen. Und im Gegenzug werde ich im Nahkampf von dem Reaper Chainsword mit Titan-Killer-Treffern gar nicht erst getroffen. In der titanischen Explosion, die uns dann da ereilt im Zentrum, die dann genau über meinem Knight liegt, passiert mir nämlich auch genau nichts, so dass mein Paladin mit 4 Lebenspunkten da rausmarschiert. Ja, das Feld lichtet sich dann hier auch. Simon kriegt nochmal ein bisschen was am Punkten. Das müsste zweimal Missionsziel 2 gewesen sein. Jetzt insgesamt. Wir haben am unteren Bildschirmrand noch die Einheit der Kultisten, wir haben noch einmal den Kaibok bei den Baracken und noch 2 Terminatoren. Ich kriege nochmal was an Punkten mit dazu. Ich meine, ich verteile die Karten gleich einmal, dass man es ein bisschen besser sieht. Oder bin ich jetzt schon eine Runde zu weit? Ich glaube, ich bin eine Runde zu weit. Ich verteile mich einfach nochmal. Ich habe auf jeden Fall einmal Missionsziel 1 gezogen an der Stelle oder ich glaube sogar zweimal. Das holt mir nämlich gleich das Reno. Und der Paladin steht dann jetzt so, dass ich leider nicht sehe. Die Terminatoren hatten noch die Standardschwestern an der Pipeline im Nahkampf erschlagen und haben sich dann jetzt an der Raffinerie versteckt. Hier kann ich
kann ich effektiv also nur die anderen Reste dann aufräumen. Das mache ich einmal mit den Kultisten, mit St. Celestine. Klappt aber auch nur durch die letzte Rakete vom Exorzist, die trifft und wundet und der Kultist sich nicht erfolgreich in den Dreck reinschmeißt. Kalbok wird auch noch vernichtet durch Exorzist, Multimelter und Bolterfeuer. Und ich habe da auch nochmal was an zwei Punkten geholt, gesagt, ich meine, das war zweimal die 1. Und dann in der Runde von Simon sieht das Ganze dann so aus, dass er da auch Karten zieht, die er aber effektiv nicht mehr erfüllen kann. Vorherrschaft, Überlegenheit, Hexenjagd, glaube ich, war auch einmal mit dabei oder Macht des Warp. Da war der Psionika aber schon tot. Und nee, jetzt haben wir erst den Lager für Schwestern, ich entschuldige mich. Da verhaut er mich auf jeden Fall schon. Genau, da hatte ich nämlich auf ihn drauf geschossen, aber da hatte alle Rüstungswürfe bestanden in der Runde vorher. Jetzt haben wir den Nahkampf, da zerstört er mich und versteckt sich jetzt hinter der Raffinerie, so dass ich gleich eigentlich auch nur mit dem Paladin dann im Nahkampf effektiv was ausrichten kann. Ich ermittle Ziele, die Karten, die zu den Zielen gehören, habe ich da jetzt mal einfach passend hingelegt. Und das sieht 1, 3 und 5 sind das. Halte ich noch einmal die Überlegenheit mit auf der Hand. Kriege zwei Ziele und mindestens so viele wie der Gegner. Paladin hüpft hoch, steigt über das gewrackte Emulatorfahrzeug mit drüber an der Stelle. Ich stelle mich drauf, dass ich überall dann angesichts des sich annähernden Wipeouts auch den Durchbruch dann mit den Schwestern noch hole und im Übrigen die zu punktenden Missionszielmarker halte. Im Beschuss stirbt nichts und dann kommt mein Renegade, mein Paladin aber auch in den Nahkampf mit an und an der Stelle töte ich dann auch dann die letzten beiden Terminatoren des Chaos, so dass das Spiel dann auch durch Wipeout endet, wo nochmal ein bisschen was an Punkten ausgegangen ist, das Ganze dann mit 14 zu 2 nach Malstrom. Ja, taktische Nachanalyse, Mini of the Match meinerseits, das ist der Paladin. Einmal mal mit der Eröffnungssalve auf die Nurgle-Biker, wo ich ganz gut was rausgenommen hatte mit dem Kampfgeschütz. Und dann auch einfach der epische Nahkampf, wo der Renegade Knight meinen Paladin angreift und bis auf den einen Aufpralltreffer mein Knight völlig umein und aus dem Nahkampf herausgeht. Selber im Gegenzug den Renegade Knight 17 Rumpfpunkte runternimmt. Und dann aus der titanischen Explosion mit keinem Kratzer am Lack auch rausmarschiert. Der Retter der Ravioli-Raffinerie, der Salvator of the Satellitenschüssel und der Zerschmetterer des Dämonenportals, mein Imperial Knight Paladin. Tyler, was sagst du denn? Scheiße! Scheiße, sagt er. Tyler sagt, ich bin ein lausiger Spieler mit einem lausigen Codex. Ja, dazu nicht zu sagen. Ich hoffe mal, die Variante hat jetzt gefallen, so im Speed Battle Report. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob wir sowas öfters mal machen sollen. Also so sieht man mal tatsächlich alles. Halt auch da nicht jeden einzelnen Würfelwurf, aber so grundsätzlich die Bewegung, was so in den Phasen passiert. Wir haben jetzt schlichtweg noch keine zweite Kamera, wo man vielleicht auch mal Würfelwürfe mit aufnehmen könnte, so parallel dazu. Und beim nächsten Mal gucken wir auch, dass der Akku die ganze Aufnahme lang hält. Jetzt mussten wir schon einmal zwischendurch halt ans Netz drangehen, aber ich glaube, das hat dem Ganzen jetzt nicht so den Abbruch getan. Wie gesagt, einfach mal reinschreiben. Wenn es gefallen hat, lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Und wir variieren da einfach weiter mal so ein bisschen mit Live-Passagen, mit zusammenfassenden Battle Reports. Und wenn das hier gut ankommt in der Variante, wenn es euch gefällt, dann können wir uns sowas auch öfters mal überlegen.